Ach, Bild ist da? Bild ist da, Ton ist da. Das Schild. Warum ist denn das Schild rot? Als ich das letzte Video geguckt habe, hatten wir noch kein rotes Schild. Ja, das haben wir offscreen gekauft. Also, hatte ich auch onscreen, aber für viel Geld haben wir uns ein Schild gekauft. Und wir haben auch schon einen Tempel mehr erledigt, wie man sehen kann. Ja, nee, wohin kann man das sehen? Weil die 2 weg ist. Ach ja, und jetzt du musst jetzt immer noch, also, immer noch das Problem, dass wir den dicken Schädel nicht gefunden haben. Ach, ja. Du musst dafür rechts rum, dann hoch, dann über den Abgrund und in den Wald. Im Wald. Das Problem ist nämlich, dass diesmal waren wir nur bedingt schuld. Gar nicht waren wir schuld. Eigentlich nicht, ne? Nee, ich konnte mir nichts für. Wir haben knapp 1,5 Stunden Zelda aufgenommen. Wobei man auch sagen muss, dass da ziemlich viel Irrfahrten und Irrwege dabei waren und Frust und Müll, aber auch erfolgreichen zweiten Schattenseiten. Ja. 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 Und dann beim Speichern der Videodatei. Nee, vorher schon, der war einfach abgestürzt. Ja, nee, doch. Der war einfach weg. Ja? Ja, das, also Bild war eingefroren so. Und kein Speicherdatei vorhanden. Ja, auf jeden Fall war alles, was an Bild aufgezeichnet wurde, verschwunden und auch nicht wiederherstellbar. Ich habe dann noch so ein paar Fragmente entdeckt. Die immer noch besser sind als fast alles andere auf der Welt. Aber sie waren nicht gut genug für unsere hohen Qualitätsansprüche. Und eigentlich kann man das auch so nicht sagen. Es waren ungefähr 8 Frames gestreckt auf eine halbe Stunde. Aber bestimmt. Gute Frames. Gute Frames. Okay. Naja, und in dieser Zeit ist halt, in diesen 1,5 Stunden haben wir ein Schild gekauft und einen Tempel geschafft. Und naja, noch einen Tempel fast komplett geschafft. Nämlich den Deckengrabscher Waldtempel. Und dann sind wir sehr lange im Wald umher geirrt, weil wir nicht den Weg zum großen Horrorschädel gefunden haben. Nein, die kommt zurück. Gut. Ah, ist sie. Und jetzt müssen wir also, wir haben vermutlich, vielleicht auch nicht, eine komprimierte Best-of-Version unseres Sprechsounds, der zum Glück gespeichert wurde, veröffentlicht. Und daran anschließend, was soll ich denn da für ein Bild zu nehmen? Keine Ahnung. Garnon. Ein Artwork von Garnon. Gemalt von Link. Wenn du was vermisst, okay. Immerhin flach. Nein. Warum nicht? Weil wir überhaupt nicht in den Bereich des Tempels müssen. Okay. Ja, aber so können wir noch mal ein bisschen was zeigen von dem, wo wir schon waren. Da zum Beispiel den Deckengrabscher, wo sind wir oft entkommen. Mumien. Wir bauen eigentlich solche Dinge in so einem Tempel, solche Flipper-Dinger. Von so einer Art. Dann über von Kirby's Flipper Speichel. Speichel. Ja, da müssen wir. Wir haben den Master-Schlüssel, da ist auch schon die Truhe, die wir geöffnet haben. Damit haben wir nämlich den Feuerstab bekommen. Und mit diesem Feuerstab sollen wir nun tief im Wald so einen Riesenschädel wegbrennen. Und ich erinnere mich da auch daran, das damals gemacht zu haben. Aber wir kommen einfach nicht in das Gebiet hinein. Wir haben sogar versucht zu googeln. Das war schlecht. Das war schlecht beschrieben. Na, zeigen wir doch mal ein bisschen was anderes von diesem Tempel. Was haben wir hier? Ipong hat sehr erfolgreich den Endgegner des zweiten Tempels besiegt. Ja. Das war ein epiges Augenmonster. Ja? Ja. Und, weißt du? Nee. So eine Qualle mit einem Riesen. Mit so ach, ich hab immer mit dem Enterhaken den ausgezogen. Ja. Anschließend ihn auf seinen nackten Körper eingedroschen mit einem Schild. Das ist so meine Art. Kommt hier vorbei? Ja. Alter. Kann 2 Büsche ab. Kleine Blumen, die zerfetzen, wenn die auf den Riss, das würde ich auch aushalten. Aber du würdest da dann nicht nehmen. Obwohl so ein ganzer voller Rhododendron. Also, vielleicht ist es doch einfach mehr, als es aussieht. Da, nee, da waren wir nämlich auch schon. Da kannst du nach oben.
Es muss da links sein, weil da sonst noch nichts ist. Und da komme ich wieder auf den Wald rauf. Ja, nee, ist aber richtig. Ja? Ja, du kannst, du musst nämlich nach links. Ja, da stand auch irgendwas mit durch die Knochenbrücke damit. Genau. Oh, weißt du, was mir jetzt erst einfällt? Ja. Es gab, wie in diesem zweiten Video, ja wieder die Situation bei unserer verlorenen Geschichte, dass ich wieder kurz alleine war. Und da habe ich dann über diese Knochenbrücken gerätselt und gemutmaßt, wo wir herkommen. Ich habe mich vor allem gefragt, warum das Brücken sind, wenn man durch sie durchläuft. Also unter ja, ich habe sie auf dem Fall einer Beschreibung von der Brücke. Ja. Aber das war sehr gut. Das war eins der wichtigsten Dinge. Ich werde das im Best-of berücksichtigen. Was ist denn? Das ist doch. Ja, das ist verdächtig, aber ich glaube, da ist einfach nichts. Und das ist ja auch nicht der Riesenschädel. Also können das, ich glaube, den haben wir auch schon mit dem Flammenstab versucht zu öffnen. Das geht gar nicht. So, das ist schon ein bisschen umgeflamed. Es geht einfach genau. Siehst du, Max geht dann. Aber nicht mehr irgendwas brennen. Das kann doch nicht sein. Das bringt einfach nichts hier, dieser ganze Bereich. Das kann nicht sein. Weil du kommst halt rechts an den Wald. Weil das ist, weil das so ein verlorener Wald ist, dass da verloren. Es auch Sackgassen gibt. Denn? Wo ist das der Monsterschädel? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Der muss ja auch irgendwie erkennbar sein. Man kann ja nicht random jetzt bei jedem ja, da oben. Das immer versuchen. Nein, das ist ein Riesenschädel. Der ist größer als alle anderen. Der ist oben links. Woher weißt du das? Weil das da stand und weil ich mich von früher erinnere. Und der hat auch vor seinem Maul hat er so was Dickes, was man wegbrennen kann. Das kann nicht sein. Vielleicht können wir uns in der Lichtwelt irgendwie. Müsste, vielleicht, wenn da ein Teleporter ist in der Lichtwelt. Das sind sie ja in der Lösung gestanden. Das hat dann Scharaschwalle auch gesagt. Ja. Du bist trotzdem mal, ich weiß nichts anderes mehr. Oh, was? Oh. Oh nein! Mach mal, nee, jetzt will ich das selber, ne? Guck mal hier. Da muss ich doch bestimmt hin. Hier links, ne? Ja. Das ist ein Teil des Tempels, wo wir noch nicht drin waren, auf jeden Fall. Ja, man kann. Das ist so ein Loch, da kommt man ja nur rein. Das ja, ist da kommt man nicht keine raus. Möglichkeit da. Und links oben, also links, ist noch ein Schädel, in dem man rein und rauskommt. Aber da waren wir noch nicht. Weil da sind vielleicht muss man auch doch durch den Tempel gehen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass es im Tempel noch eine Tür geht, durch die wir noch nicht gegangen sind. Über rechts? Aber haben wir nicht. Über den Knochenmeister? Oh ne. Ein Sackgasschen. Wir müssen jetzt im Tempel Nord. Westlich orientieren. Bald haben wir die anderthalb Stunden, die Ferien auch nur drin. Oben kann man nicht mehr. Ja, was? Aber was soll dieser ganze Bereich? Schikane. Nee, bei dem Genki. Ja, Schwein. Geil, ein bisschen ausgewichen und hier so rückwärts an mich vorbeigesprungen ist. So wie Kacke, Mann. In Donkey Kong Country 3 wurden die geilen Wespen durch so Roboter-Wespen als easy critical. Warum macht man sowas? Hab ich nie verstanden, hab mich tierisch genervt. Sowieso ist der ganze Stil von Donkey Kong Country 3 ziemlich absurd. Nur jemand nach links in den Schädel. Das ist so mit Bären auf Almhütten und Skigebieten und Bergseen und so. Hat gar nichts mehr mit Dschungel zu tun. Verrückte hier eigentlich. Karte! Siehst du, wir müssen da nach links und dann links hoch. Das ist der ganze Trick. Es muss irgendeinen Grund geben, warum wir da eben noch nicht durchkamen. Und jetzt aber schon. Ja, ein kleiner Schlüssel. Den haben wir. Ja. Wir haben. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Kannst du vielleicht die Dinger in den Abgrund schieben? Das bringt dir nichts.
Ah, stopp! Nee. Ich dachte gerade, wir können das als du jetzt mit dem Enter haken, aber das ist falsch. Kannst du vielleicht dich darüber bumpern lassen? Du musst den Sterni-Knopf. Ach, eher nicht. Du musst den Sternis betätigen. Den Sternis? Diese, die Löcher anders machen. Weil ja, aber hier ist ja keine. Ja, doch. Hast du das auch so ein Loch? Man musst du von oben ran. Wir haben wieder alles richtig kompliziert gemacht. Aber wenn ich den sehe, wäre es bei beiden so, habe ich immer gut. Ist das normal? Du musst alles töten und die scheiß Statue auf den Frosch schieben. Der Frosch wird der Mast. Du musst irgendwie alles töten. Es flinkt mit deinem Schwert. Ah. Ja, ich will einen Todeskopf wegmachen. Ach ja, oh ja, das ist gut, dass man das nicht sieht, wie ich mich hier dann abgerackert habe. Wir hören das noch im Bestfall. Ja, ich weiß. Halt mich einfach jetzt zu dem. Und schon Hand und Fuß, wenn ich hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Aber du kommst ja gar nicht nach links. Nee, aber ich hab gesehen. Das ist nichts genau. Guck mal auf die Karte. Das ist nichts für die Fahrer. Da musst du dich reinfallen lassen, bestimmt. In den oberen Bereich da. Aber wir haben doch schon alles nach Löchern abgesucht, wo wir hinkommen würden. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall mega. Was ist das? Der verwandelt dich in einen Hasen. Ist das schlecht? Das weiß ich nicht. Doch, aber du bist sofort wieder zurückverwandelt worden, weil du Schaden genommen hast. Das ist doch gut. Also meinst du es raus und oben irgendwo ins Loch fallen lassen? Ich hab keine Löcher. Nicht da, in der Richtung, wo es hingeht. Hast du recht. Und was ist, wenn wir irgendwo anders im Tempel auf die Sternis gehen? Und dann wieder da? Nee, das resettet immer. Ja? Ziemlich sicher. Ich glaube so nicht, dass das so wenig ist. Ist doch eindeutig, wir haben einen Schlüssel und da ist eine Tür. Ja, da müssen wir hin, aber wir kommen da nicht hin. Da ist gar nicht gut. Es muss so sein, dass wir die Sternis benutzen können. Meine Sternis. Lass ihn. Es gibt auch drei Sterneneinstellungen. Weil wenn du da jetzt rauf gehst, können wir da rauf. Das kann auch so nicht gedacht sein, oder? Nee, kommst du nicht rein. Sehr gut, ist gut. Nee. Aber doch, kann ich mich an die Statue ranziehen? Nee, nicht. Achso, vielleicht doch. Das ist bestimmt das nächste Video. Boah. Ja. Wir haben irgendwas ganz grundlegend falsch gemacht. Übrigens, zufällig. Genau richtig, das ist im Spiel, weil das letzte Mal hast du mich umgeirrt. Ich bin lange davon geirrt. Und ich war, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, ich bin in einem Zufall, wo ich großartig nicht gleich zur Seite stehen kann. Aber erstmal bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee hier richtig ist. Gehen Sie sonst langsam aus. Vielleicht kannst du dich auch zur Tür rüberziehen mit dem Enterhaken, Alter. Das wäre doch mal was. Hä? Was ist denn jetzt gestorben? Und wenn, kannst du den Enterhaken vielleicht in der Mitte abbrechen, dass du einen toten Schädel wegmachst
nicht einen anderen ziehst und ihn in der Mitte wegspringst? Mhm. Wie lange? Ne? Doch. Ist das auch nicht mehr so? Das ist irgendwas. Irgendwas muss mit dem. Irgendwas muss mit dem. Nee. Hat er vielleicht ein Schwert? Nee. Mit den, doch mit den Blöcken irgendwas? Schick den Link nochmal, erst irgendwie die Schule. Und das ist ja dieser Spike Leader eigentlich dann auch da. Ja, glaube ich, so. Der ist ja komisch platziert. Ja, aber egal wo ich den Block hinschiebe, fällt ja ins Loch. Ja. Nicht irgendwie auf die Linie. Dann zieh dich mal an den Bumper. Hilfe! Das nächste ist zu schwer für diese Leute, irgendwie. Aber es sieht genauso aus, obwohl ich da einen Sternmann ausgelöst habe. Also das ist ja, ja. Absolut. Danke. Ich hätte da vergessen, dass ich ihn denke. Oh. Ja, Hau mal die Vorhand, das ist auch schon was. Der Bumper hier zu suchen. Ja, das hat der Bumper da zu suchen. Vielleicht kannst du mit dem Pegasus-Stiefel dagegen. Damit dann wieder. Ja. Tja. Das war's. Spiel ist vorbei. Ach, guck mal, wo wir sind. Hä? Sind wir da etwa nie rausgegangen? Nee. Aus diesem Eingang ist das jetzt ein Witz. Warum ist das Ding, wo wir den Feuermutanten brauchen? Oh Mann. Na, das finde ich gut, dass du erst diese Seite abziehst. Du weißt doch, wie ich das wirklich machen kann. Ich will die lassen. Wir waren gespannt, war schon. Ja? Nee? Ich bin traurig bei dir. Ah, jetzt sind wir oben. Ah, ja, oben. Ja. Mach mal die Sterni. Das hat, macht nicht, überhaupt keine Unterschied, ne? Ob die kaputt gehauen sind. Nee, manchmal könnte man denken, dass da ein versteckter Eingang hinter ist. Hier. Ja, was soll das hier? Schade, ne? Achso, kommst du da hoch, dann kommt ein Loch unter dich, dann musst du oben raus. Und dann kannst du aber da vor unten raus. Nein! Nein! Und jetzt? Nach links. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Nach links! Nach links! Was hat mir das denn jetzt gebracht, hier reinzugehen? Überhaupt nichts. Vielleicht, dass jetzt die Löcher weg sind. Ja, die Löcher sind weg! Oh. Süß. Wir müssen dann mitgeladen werden. Okay. Wir dürfen ein bisschen. Fehlen ganz gut. Die fehlen ja ganz okay. Und du hast doch zwei Fehlen. Ja, so zum Auf. Ja, ja. Das ist jetzt alles? Das ist ja jetzt so, oder? Ja. Nein. Wollt ihr uns noch, oder? Ja. Nee. Ich will wieder rausgehen. Das war alles. Was hat das Ding jetzt gebracht? Nochmal vom Endgegner richtig viel Lärm aufladen. Das ist ein Witz, glaube ich. Okay. Wieso bist du denn als du hier rumgeirrt bist, du hier rausgehst? Weiß ich wirklich nicht. Ich finde, dass er an der Gesprächsgruppe vorgelegt hat und tut nichts. Wir müssen mal aufhören. Jetzt sind ja, wir auch ja. Lass mich noch kurz ein Loch in das Arachnoide-Figur reinbringen. Jetzt haben wir auch endlich kurz vor Schluss noch einen Videotitel. Und ab in den Höllenschlund. Ich übergebe. Mach links und links. Hier den Wii-Sound. Den Wii-Knopf. Achso. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Pong.